Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute diesen Bosch Staubsauger für euch. Hergestellt wurde er von klein und ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Das ist quasi ein Spielstaubsauger, damit die Kleinen dann auch im Haushalt helfen können. Das macht ja immer jede Menge Spaß, wenn man so ein kleines Replikat hat, also eine Nachmachung von einem richtigen Staubsauger. Dieser Staubsauger scheint wirklich zu saugen, allerdings hat er kein Stromkabel, sondern wird mit Batterien betrieben. Wir packen ihn jetzt einfach mal aus und schauen ihn uns genauer an. Jetzt schauen wir mal, was alles dabei gewesen ist. Ganz interessant fand ich diese Styroporkugeln. Das ist sozusagen das Material, was man mit dem Bosch Spielzeugstaubsauger einsaugen kann. Also man kann ihn jetzt nicht verwenden wie einen richtigen Staubsauger, den ihr vielleicht in eurem Haushalt dann auch habt, sondern man kann lediglich diese Styroporkugeln einsaugen. Einmal natürlich, weil die Saugleistung nicht so stark sein wird, aber auch aus hygienischen Gründen, damit man den Staubsauger nicht verunreinigt. Also wir werden letztendlich diese Styroporkugeln einsaugen. Dann haben wir hier natürlich an sich den Staubsauger mit einem Rohr, einem Saugfuß, einem Griff und dann diesem elastischen Teil hier. Das werden wir jetzt alles schnell zusammenbauen und die Batterien einsetzen und dann werden wir mal unseren Bosch Staubsauger ausprobieren. Den Bosch Kinderspielzeugstaubsauger haben wir jetzt zusammengebaut. Ich schalte ihn jetzt mal ein. Die Batterien sind auch schon drin. Klingt irgendwie eher wie eine Bohrmaschine als wie ein Staubsauger. Ich werde jetzt einfach mal diese Styroporkügelchen verteilen und dann schauen, ob dieser Staubsauger die Kügelchen aufsaugen kann. Also das scheint nicht so gut zu funktionieren. Es sind eigentlich noch genauso viele Kügelchen da wie vorher. Ich werde mal direkt das abschrauben und nur den Griff benutzen. Und hier sieht man jetzt, dass die Styroporkügelchen eingesaugt werden können. Allerdings hat es mit dem Aufsatz nicht so gut geklappt. Vielleicht war da einfach die Entfernung zu groß und die Saugleistung zu gering. Jetzt haben wir den Bosch Staubsauger mal ausgemacht und jetzt können wir auch gucken, was wir eingesaugt haben. Und hier sind dann die ganzen Styroporkügelchen drin, also es ist so ein Filter quasi. Deshalb soll man auch nur diese Styroporkügelchen einsaugen, weil ansonsten muss man dann diesen ganzen Filter reinigen, wenn da jetzt irgendwie Haare und Staub und sowas dabei gewesen sind. Also der Staubsauger funktioniert auf jeden Fall, allerdings war die Saugleistung oder Kraft jetzt nicht besonders stark. Mir kleben überall diese Styroporkügelchen. Deshalb habe ich den Saugaufsatz abgemacht und auch den Stab und habe nur mit dem Griff quasi gesaugt, weil dann die Entfernung zwischen dem Staubsauger und den Kügelchen nicht so groß war. Aber man kann definitiv damit Styroporkügelchen aufsaugen. Alles Weitere ist wahrscheinlich viel zu schwer. Da kommt unser Bosch Kinderspielzeug Staubsauger einfach nicht hinterher. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, man kann den Staubsauger hinstellen. Man kann auch diesen Aufsatz hier einfach einhängen und dann kann unser Spielzeugstaubsauger auch stehen. Das war's jetzt zu unserem Bosch ErgoMax Professional Kinderspielzeugstaubsauger von klein. So schaut er nochmal aus. Viele Sachen, die hier so angezeichnet sind, haben keine Funktion. Also das ist alles nur Animation. Das Einzige, was wirklich funktioniert, ist dieser An- und Ausschalter. Ansonsten kann dieser Staubsauger nicht viel. Er kann auch schön stehen. Und ich glaube, Kinder haben trotzdem Spaß, dann nur diese Styroporkügelchen aufzusaugen. Also ich glaube, das macht schon richtig viel Freude. Vielleicht habt ihr Lust, noch mehr aus der Bosch bzw. Kleinserie zu sehen. Kathi hatte euch ja schon den Kaffeevollautomat vorgestellt. Wir hatten auch schon einen Grill, der war allerdings nicht von Bosch. Und jede Menge Puppenküchen.
Also, wenn ihr Interesse habt, weitere Haushaltskinderspielzeuge zu sehen, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir, wie gesagt, einen netten Kommentar und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!